Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Folge von unserem F1 Manager 2022 Projekt. Ein Schumacher im Ferrari. Wir blicken auf die Ergebnisse vom letzten Jahr. Schumacher war ja leider ausgeschieden. Tragisch. Lewis Hamilton war letztes Jahr auch schon auf dem Podium. Mal schauen, ob er das dieses Mal wiederholen kann. Allerdings mit Alpha Tauri. Historisch gesehen muss die Strecke unserem Charles einfach liegen. Von daher würde ich sagen, auf zum Rennwochenende. Wenn euch das Projekt gefällt, gerne liken, abonnieren nicht vergessen, Glocke aktivieren, schreibt gerne in die Kommentare. Jetzt beginnt das Qualifying und der Kampf. Richtig, jetzt beginnt das Qualifying, aber erst wollen wir mal auf die Zeiten gucken. Es lässt mich ein bisschen aufatmen. Selbst Schumacher hat es geschafft, sich zwischen die beiden Bullen zu schieben. Aber man achtet doch die Performance von Lewis Hamilton und damit rechne ich ganz stark, da der Alpha Tauri eine sehr hohe Geschwindigkeit, das kann doch nicht sein. Dass der Testfahrer im Training 29,2. Junge. Da muss aber jetzt Gas geben, der Schumi, ne? Sonst sehe ich echt Probleme. 28,6. Ja. Auf geht's. Die Nummer 16. Gefolgt vom Weltmeister. Regen wird es wohl hoffentlich nicht geben. So Topspeed-mäßig müsste man mit dabei sein. Keiner mehr rausfahren, bitte, Leute. Es wird dann schwierig. Tsunoda behindert schon den Charles Leclerc. 13. ist dadurch der Schumi jetzt hinten dran. Bin gespannt, ob die Performance reicht. Hamilton 5. 1. Was? Oh, Alonso im Williams. Er holt noch Punkte. Ich sehe das schon kommen. So, die letzten Minuten. Und im ersten Augenblick konnte keiner die Zeit schlagen von den beiden Ferraris. Ich gönne mir mal ein paar Kekse. Schade, schade, schade. Bedeutet aber, dass wir topspeedmäßig dran sind und wir müssen auf Lewis Hamilton aufpassen. Und auf Joe. Aha. So. Da war ich auf den falschen Knopf gekommen. Das geht so nicht. So, Joe ist draußen. Jetzt bitte keiner mehr rausfahren. Nein! Bottas vor Schumacher. Dankeschön. Du weißt aber schon, dass die auf Verkehr wieder aufläuft, Bottas. Macht, glaube ich, nicht viel schneller. Eieieiei. Die Zeit müsste aber reichen. 28,0 ist vorausgesagt. Zum Ausscheiden. Das müsste also passen. Da fahren sie noch einmal alle raus für die Lemminge. Ja, Verstappen, Hamilton, Perez schaffen es vor Schumi. Das sehe ich aber ehrlich gesagt nicht unbedingt als Problem. Da geht was. Eine rote erste Startreihe. Bin da ganz zuversichtlich. 28,0 wurde vorausgesagt, hat ja gepasst. Und falscher Knopf, das funktioniert nicht. Ach, es tut mir leid, aber wir müssen tricksten. Oder machen wir das mal anders? Aber na sicher doch. Please give us a radio check on the backup radio. Bitte gib uns eine freie Runde. So, Charles, zieh den Schumi. Oh, da war was! Sieht aus, als würden die Reifen blockieren. Immer nur bei Schumacher blockieren die Reifen. Ich würde mich bei Pirelli beschweren. Das kann nicht wahr sein. Eine erste rote Startreihe.
Komm schon. Einmal. Das reicht nicht. Naja, ein paar Tausendstel. Für Charlie wird das ein sehr ruhiges, entspanntes Rennen. Und ich frage mich, ob Toto Wolff sich irgendwie irgendwo hinbeißt ins Knie. George Russell war Ted Reporters nur auf 7 und 8. Sind jetzt plötzlich nur noch die vierte Geige? So, ich habe mir überlegt, wir probieren bei Schumacher mal ein bisschen konservativ ranzugehen. Heute Nacht ist es ob es dass das bald geht es los mit dem Geheimnis ist, weiß ich noch nicht. Saudi-Arabien. Da ist noch ein Hartstarter. Die Ampel ist aus. Das los müsste auch geht's. Einer sein. Schumacher, Perez, Bottas, Gasly, einige auf Hart. Oha. Ja. So currently your P4. Wie gut, dass die ihm das sagen. Such an awesome job, mate. Es war klar. Von wem wurde er wohl überholt? Von Lewis Hamilton. Ich stelle da mal so eine Behauptung auf. Topspeed-mäßig auf den Highspeed-Strecken sind wir sehr, sehr gut mit dabei. Und Schumacher muss eigentlich nichts weiter machen, außer freilich bleiben, sich ziehen lassen. Das fügt sich schon. So, Lewis Hamilton hat mal eben Max Verstappen überholt. Und wir sehen, Charles Leclerc eben war er 6 Zehntel schneller. Achso, das war auch bei Hamilton überholt hat. Das heißt, wir sind eine halbe Sekunde im ganz normalen Fahrtempo definitiv schneller. Und das ist, glaube ich, das Glück für Mick Schumacher, dass wir die harten Reifen aufgezogen haben. Wir können uns locker ziehen lassen. Und am Ende müsste das für uns positiv dastehen. Da bestätigt sich das nochmal 18. gegenüber Alpha Tauri. Das ist eigentlich schon sehr gut. Und Schumacher, wie gesagt, fährt locker mit. Zwischendurch gehen wir hier auf Spritsparen. Sollte Charles Leclerc vorne ist die Performance einfach so davonfahren. Naja, was soll ich sagen? Es ist halt wie es ist. Oh! Haben die Räder blockiert? Sehen wir uns das mal an. Hier sehen wir jetzt Max Verstappen. Tja, das ging daneben. Die Räder blockieren. Immer im Falsch, deswegen sage ich abwarten. Es fügt sich schon alles, wie es soll. Und wenn keiner mehr vor Hamilton ist, ohne DRS. Schumacher auch eben überholen. Und jetzt müssen wir bloß hoffen, die eine Sekunde rauszufahren. Kommt schon, gib Gummi. Wir alle glauben an dich. Noch 1,2. Anderthalb, sehr schön. Und jetzt unten noch einmal um die Kurve rum und dann werden wir normal fahren. Wir wollen schon gucken, dass wir so lange wie möglich mit den Reifen auskommen. Ja, hoppala. Und jetzt gucken wir mal, wie viel wir ganz normal fahren können. Müssen wir nächste Runde nochmal bewerten. So, 2,5 ist der Abstand. Hier waren es noch 4 Zehntel. Man darf aber nicht vergessen, wir hatten Sprit hoch. Und wir gucken mal, wie viel wir bei ganz normalem Fahrtempo hier rausfahren können. Da kommen sie angerast. Und es ist nicht viel. 2 Zehntel rechnen wir mal niedrig. Und wir haben eigentlich die langsameren Reifen. Aber es müsste, ja, ich bin damit eigentlich zufrieden. Die Wiederholung an. Jawohl. Hier sehen wir jetzt Max Verstappen. Man kann auch manchmal Glück haben.
Gott sei Dank war sonst niemand involviert. Ah, Gott sei Dank. Hoffentlich einfach nur keine Punkte. Wäre ich einfach schon zufrieden mit. Tommy macht sein Part bisher ganz gut. Charles Leclerc, das sieht auch sehr gut aus. Müsste hier irgendwo rauskommen. Es läuft. So, Charles Leclerc bekommt jetzt die Anweisung Box. Kriegt die harten Reifen, damit könnte er zu Ende fahren. Das ist ja immer davon abhängig, kommt ein Safety Car oder nicht. Derweil war Max Verstappen in der Box, hat sich Mediums geholt und fährt die schnellste Runde, aber das können wir erstmal getrost außer Acht lassen. So, Schumi geht vorbei. Ich denke, Perez geht vorbei. Aber ich denke, vor Bottas sollte er wieder rauskommen. Und Schumi fährt schön artig und brav, ganz normal 2 Zehntel schneller. Offensichtlich ganz genau im Rahmen seiner Möglichkeiten. Es ist sensationell. Ach, und guck einer, guck, wer dahinter Perez auftaucht. Oh, Wahnsinn, Perez geht schon an die Box. Damit habe ich irgendwie noch nicht so ganz gerechnet. Schumacher lassen wir weiterfahren. Und was ich nicht auf dem Schirm hatte, Lewis Hamilton mal Reifen wechseln, könnte mit den harten Reifen durchfahren, genauso wie Joe. Und das könnte nochmal so das Zünglein an der Waage sein. Aber wir lassen Charles Leclerc erstmal fahren. Schumacher hat noch eine ganz kleine Weile Zeit. Perez hat auch die Mediums mitgenommen. Charles Leclerc, 31,6, ist von letztes Jahr noch von seiner Zeit ein bisschen entfernt. Aber das ist heftig, was er im ganz normalen Fahrtempo auf die Strecke bringt. So, Perez, 25 Sekunden. Also 22 sollten wir auf jeden Fall haben. Der Wahnsinn, wie Charles Leclerc mit normaler Geschwindigkeit dem Schumacher so nahe kommt. Oh, Sektor 1 ist gelb. Klingt nach einem Unfall. Schumacher haben wir für einen Stopp angedacht. Sieh mal einer an, es ist Pierre Gasly. Pierre Gasly, hat er den McLaren zerschrottet? Oh, ein schlimmer Unfall. Wird er nicht sehen, dass da Teile fliegen? ...31,6 war eben die Zeit. Wahnsinn. So, Hamilton geht erstmal vorbei. Oh, da ist Joe. Das passt aber. Weil der kann nämlich auch möglicherweise durchfahren. So, normales Fahrtempo für Schumacher. Und wir schauen. Hamilton müsste er kriegen. Ohne sich anzustrengen. Und dann ist die Frage, Rennsieg oder nur Platz 2? So, und man achte drauf. Eine Stelle wollte ich haben. 29,748. Die schnellste Zeit von Charles ist geknackt. Wir fahren fast 3 Sekunden schneller, beziehungsweise 3 Sekunden schneller sogar als Charles. So, aber normales Fahrtempo für Schumacher, bei Charles natürlich tricksen wir ein bisschen. Wir müssen mal gucken, vielleicht halten wir uns so ein Safety Car Fenster auf. Ich bin mir noch nicht so genau sicher. Wir werden sehen. So, Schumacher schickt sich an, den Hamilton zu überholen und er wartet noch nicht mal hier bis zur DRS-Zone. Die Frage ist, war das die richtige Entscheidung oder nicht? Ferrari hat gerade einen Platz aufgeholt. Bedeutet, wir müssen eine Runde runterfahren. 5,8 zu Charles Leclerc, der hat eine 33,9 gefahren. Wieder erster Sektor.
Wir müssen aufpassen, dass wir die Karre nicht zerheizen. Oh, lila zweiter Sektor. Hoppt er nochmal seine schnellste Runde. Und man achtet auf Alpha Tauri. Hamilton auf 3, Joe auf 4. So, war das eine neue schnellste Runde oder nicht? 29,762. Erstmal eben 3 Sekunden schneller gefahren als Charles Leclerc, fast 3 Sekunden als Hamilton. Er hat es also drauf. Da haben sie die Plätze getauscht. Er hat die Anweisung bekommen, nicht gegen Schumacher zu fahren. Die bleibt auch drin. Jetzt kann er ein bisschen hinterherfahren. Und auch unsere Zeiten gegenüber Lewis Hamilton sind in Ordnung. Ich bin gespannt. Verstappen wird wohl keine Punkte holen. Das glaube ich nicht. Mit 31, 9er Zeit. Das wird nichts. Was für uns sehr gut ist. Ocon holt wieder Punkte. Mercedes. Aber Alpha Tauri. Ich glaube, das ist, da ist noch nicht irgendwie Ende der Fahnenstange oder wie man so schön sagt. So, ich würde sagen, Ressourcen schon bei den beiden Autos. So, die letzten Kurven für Schumacher und Leclerc und natürlich auch für Lewis Hamilton, der schon wieder aufs Podium fährt. Die Fans rasten hier für mich aus. Der Weltmeister gewinnt in Jeddah, letztes Jahr keine Punkte, dieses Mal 26. Ja, ich sag mal, Übung macht den Meister oder so. Das ist Schumacher als erster im Ziel. Und so sieht das Ergebnis aus. Sensationelle, schnelle Runde. Charles Leclerc führt jetzt das Feld an. Lewis Hamilton auf Platz 2 mit 30 Punkten. Sein zweiter Podiumsplatz. Tja, der Schumi. 28 Punkte. Ach, Bord ist mit dabei. Sergio Perez. Joe hat jetzt 8 Punkte geholt. Sensationell für ihn. Russell ist bestimmt ein ganz klein wenig enttäuscht. Aber auch er kann scheinbar Bottas nicht den Schneid abkaufen. Also ich glaube, Bottas freut sich endlich im Mercedes zu sitzen und seinem Teamkollegen zu schlagen. Allerdings Richtung Weltmeistertitel, wird das ein sehr harter Weg. Und so sieht es leider für die anderen Teams aus. Ich denke, Alonso wird irgendwann in den nächsten Rennen vermutlich das ein oder andere Pünktchen holen. Lässt sich vermuten. Und mal gucken, wie das zwischen Alpine und McLaren aussieht. Den besten Schnitt hat ganz klar die Scuderia Alpha Tauri gemacht. Und ich bin ja nicht neugierig, aber ich würde gerne wissen, welchen Motor haben die denn drin. So, und siehe da. Alpha Tauri hat einen Red Bull Motor drin. Mercedes wird sicherlich einen Mercedes Motor haben. McLaren hat unseren Ferrari Motor drin. Was hat Williams genommen? Oh, ich befürchte den Alpine-Motor, was sie aber doch ein bisschen nach vorne bringt. Bin ich doch drüber erstaunt. Alfa Romeo, Ferrari-Motor. Aston Martin, ebenfalls Renault, Haas, Ferrari. Naja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Like, abonnieren nicht vergessen und tschüss und ciao.